der letzten Episode. Also wir brauchen natürlich einerseits das Fleisch und andererseits brauchen wir eigentlich alles. Gut. Dann nimm einfach die Hand für alles. Wir haben Zeit. So, selbes Spiel. 2 Stunden 18. Tja, du musst hierher kommen. Ja, das ist dein Kumpan. Ah, guck mal, da kommt noch einer. Oh, das ist ja schön. Uff, ja, den ganzen Tag Wölfe auseinandernehmen. So, nächster Wolf. Oh, die sind sogar relativ groß. Ja, das mit der Wolfsherdenabkochung, das kennt der Junge ja inzwischen. Den ganzen Tag mit Wölfen zu tun. Meine Fresse. Ja, das waren jetzt, ich würde mal sagen, so Richtung 10 Stunden. Ja, ist gut was zusammengekommen. Oh, guck mal, schön diese gelb-roten Terme. Ja, ist wie Currywurst mit Ketchup und Senf. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Folge 79. Ja, in der letzten Folge haben wir Camping im Garten praktiziert. Es war eine leichte Irrsinnsaktion, aber so ist es halt. This gear is starting to slow me down. Das Gier essen wir in den Magen, weil wir es vertragen. So. Hat genau gepasst, sehr schön. Ja, und natürlich hatten wir einen Blizzard auch, als wir da hier mit dem Feuer kämpfen mussten und mit dem Lagerkoller und so weiter. Wie gesagt, die Temperatur. Minus 3 Grad. Es müsste eigentlich bald wärmer werden. Warte mal, wir stellen uns mal in den Windschatten. Dann müsste es doch... Okay, am Wind liegt es nicht. Gut, ich hab's verstanden. dann reparier schon mal den Kaban. Genau. Nee, nicht mit dem. Ja, das sollte ich... Warte mal. Ja, du musst 12.000 Mal Escape drücken, bis du dann raus bist. Leg das mal hier rein, das Angelzeug. Genau. Sammelt sich so einiges. Ja, ich mache so viel wie möglich jetzt draußen, weil der Junge da nicht ganz knusper ist, sozusagen. Okay. Kaban. Reparieren. 1 Stunde 48. Der Wind hat gedreht. Jetzt hört er wieder auf mit Drehen. Gut. Darfst du gerade nochmal, weil es so schön war. Gut. Haben wir ein 100% Kaban. Das machen wir mit dem auch. Ah, wir stehen anscheinend wieder im Wind. Mhm. Ah, geht viel Zeit rum, wenn man hier steht. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir wieder Durst. Ja, wir stehen außerdem voll im Wind. Ich möchte gern Wölfe da drüben. Kriegen wir das nochmal hin? Ich meine, es ist zwar noch nicht Tag, aber... noch nicht Nacht, aber naja. Tja, kalt ist es schon. Aber vielleicht kriegt man es ja nochmal hin. Time to look for shelter. Ja, wir stehen direkt davor. Sehr schön, da haben wir 3 100% Kaban. Man sieht, dass der Kaban auch schon weniger 100% hat als die 100% Mütze. Das ist ja nicht schlecht. Es ist wieder relativ finster. Okay. Schmeiß die 3 mal raus. Ja, eigentlich kannst du das auch rausschmeißen. Es ist jetzt nicht so schlimm, wenn wir das nicht... Beziehungsweise bei der Hose ist es mir tatsächlich wichtig, weil... Das ist dann doch ein größerer Unterschied. Guck mal, wir sind übrigens nass, Junge. Haben also nicht mehr so den wunderbaren Temperaturbonus. Aber das macht nichts. So. Genau. Ein Wolf und wieder Wasser. Das müssen wir uns allerdings erstmal nehmen. Ja, wir verbringen hier einige Tage. Die gehen rum wie im Schweinsgalopp. Wo ist denn eigentlich Windschatten? Gibt es sowas wie Windschatten? Müsste eigentlich hier Windschatten sein. Genau. Weil da warten wir jetzt noch ein paar Stündchen. Damit wir schlafen können. Ja, weil so funktioniert das leider noch nicht. Oder haben wir noch was zu zerrupfen? Wie schon gesagt, die Pullover will ich eigentlich eher nicht zerrupfen. Ne, da haben wir eigentlich eher nichts. Wir könnten noch 2 Angelzeuge basteln. Ja, dann machen wir das. Angelzeuge, genau. Und echt, die müssen wir da hintereinander machen. Das ist ja schön. Dann darfst du einfach noch einmal. Ja, hey. Den Rest warten wir aber. Gut. Wie viel müssen wir noch warten? 2 Stunden wahrscheinlich schon. Echt? Sind schon wieder Wölfe auf dem See?
Da kann man wieder schöpfen gehen. Wölfe abschöpfen. Man sieht sie aber nicht. Okay, Junge. Mal wieder im Bett schlafen. Ja, so oft schläfst du gar nicht hier drin. Wir machen eigentlich mehr die Nächte durch oder schlafen halt draußen. Gott, hätten wir das. So, jetzt können wir. Ja, die Speichervorgänge werden länger, obwohl wir ja jetzt eigentlich ein bisschen Kleidungsvorrat ja tatsächlich eigentlich weggenommen haben. Nee, da ist noch kein Wolf, oder? Nee, ist noch nicht. So, wo stehen die? Auf 50% erst, ernsthaft. Dann brauchen die noch 3 Tage. So, was ist mit den Schuhen? Getragene Wanderstiefel, brauchbare Arbeitsstiefel. Wir haben ja kein Leder, glaube ich zumindest. Gibt mir, ach du Schande. Ja, das Leder. Ja, das sind die Wölfe da hinten, okay. Da müssen wir noch bei Gelegenheit durch. Ja, dann repariert die mal. 28,75%. Das ist ja schon krass. Da kannst du natürlich schon stolz auf dich sein, dass du die Zahl so präzise... Ja, die 4% mache ich jetzt nicht. Ich bin mir auch relativ sicher, dass da nicht die 100% Reparaturumfang wahrscheinlich angerechnet werden im Skill. Es wird übrigens kalt, Junge, gell? Ist das hier auch 28? Wahrscheinlich. Ja, das... Okay, wenn es fast die... selben Prozente sind. Du hast übrigens Unterkühlungsrisiko, Junge. Obwohl wir im Windschatten standen. Na gut. Wie ist denn das eigentlich? Passt das da hinten noch in die Schublade? Wahrscheinlich nicht. So, ich will gerade mal schauen. Haben wir jetzt noch, wie ist denn der Zustand jetzt? Ja, das ist okay. Gut. Oh doch, da geht doch noch jede Menge rein. Oh, die Kleidung hat gut gelitten, Leute. Teilweise. Durch den Sturm. Warte mal. Die Stiefel eher nicht. Ja, den legen wir woanders hin. Warte mal, was waren die beste? 100%, okay. Okay. Gut, dann müssen wir die Schuhe noch ablegen. Du ziehst dich mal wieder an. 29, 13 Grad. Gut, die Schuhe, das ist zu schwer dafür. Ja, guck mal, wie leicht du bist, Junge. Du fliegst ja förmlich. Echt, du passt die... Ja, du sollst sie auch da drunter legen. Gott, am legst du noch ein Stückchen drunter, ja. So, was haben wir sonst noch hier drin? Nur vorrangig Essen und Werkzeug, okay. Warum ist das Vordere so schräg? 15 Schuss hätte man, okay. So, dann gucken wir jetzt mal ein bisschen nach Holz. Ja, dann halt erstmal den. Can't feel my feet. Ja. Ist recht garstiges Wetter. Komm, beweg dich mal ein bisschen. Relativ wenig Kilometer geschrubbt in der letzten Zeit. Klingt wieder mal nach Blizzard. Das Windschatten hier, wenn ich in die Hocke gehe. Ja. Gut. Dann schwinge er das Beil. Okay. Haben wir da unten was? Und Hasen, okay. Tja, gewusst wie. Da hat der Wind aufgehört. Gut, dann kann man uns mal um die Tannen kümmern da vorne. Der hat Hunger. Ich hatte heute noch kein Mittagessen. Ja, ich auch nicht, Junge.
Ich auch nicht. Und den Kuchen hätte ich auch gerne. Oh ja, schönes Wetterchen. Ah, da kommt einiges an Holz wieder zusammen, aber man wird es irgendwann brauchen. Spätestens wenn der nächste Sturm kommt und das Lagerkollerrisiko auf jeden Fall. Wenn du dann den Mantel bastelst, das so die Säge. Anderthalb Stunde mit der Säge. Boah. Gut. Würde wahrscheinlich schon Sinn machen, weil wir ja relativ viele Sägen haben hier. Bei der Tanne gewinnt es auch keinen Zunder. I might have to drop some gear. Der Geartropper ist hier. Zehn Minuten. So, wie ist denn das stocktechnisch? Wo stehen wir denn inzwischen? 19. Ja, das muss mehr werden. Typisch. Oh, das schön leckere Essen, was wir gebraten haben letztens. Oh, ich kann da nur dran denken. Warte mal, da drüben sind Stöcke ohne Geknöppel. So langsam könnte man dann wahrscheinlich auch mal beginnen mit der Kartierung, also wahrscheinlich am nächsten Tag. Eigentlich würde es heute schon noch Sinn machen, weil wir es natürlich erstmal ablegen. Oh ja, hier, guck mal. Es ist ja doch recht viel Material, was wir mit uns herumtragen. Gut, Junge. Dann. Naja, komm, lass das mit dem Rennen. Okay. Ich weiß nicht, ob wir die Stöcke überhaupt noch reinbekommen. 34 Kilo, das sieht relativ eng aus, aber es klappt. Okay, wir müssten mal das eine Buch verbrauchen. Okay. Das Brenntannen, weil wir haben da oben genügend Tannen zur Reparatur von Werkzeug. Ja, schon. 32 Kilo, Junge. Dann krabbelst du dir hier mal. 1, 2. Damit wir da nicht unterwegs an Hunger sterben. Eieiei. Komm. Bisschen Wasser noch drauf. Dann gucken wir mal, was wir heute noch gezaubert bekommen. Mit Bogen. So, Karte ist hier eher ungünstig. Also wir müssten eigentlich mal da in die Richtung und dann irgendwie da hinten entlang. Weil ein bisschen hat man auf jeden Fall noch vom Tag. Tja, Junge. Jetzt haben wir erstmal den Flicken-Skill. Den können wir mal angucken. Da, wir kommen also schon ein Stückchen hoch. Also wir haben vielleicht, wenn wir großzügig sind, ein Sechstel des kompletten Balkens uns gepusht. Bin gespannt, was ein Wolfspelzmantel bringt. Jetzt bräuchte man natürlich wieder zwei Wölfe. Aber wir haben ja gehört schon, dass da hinten auch noch welche auf uns warten. Und zur Not nehmen wir einfach die ganzen Wölfe, die wir da unterwegs aufsammeln, einfach denen das Fell vom Leib. Und sammeln die Felle, warten bis sie trocken sind halt und dann wird halt gebastelt. So Junge, wir gucken mal, was du hier fabrizierst. Hm? Ah ja, tatsächlich müsste man dann da drüben nochmal, okay. Okay, ich versuche jetzt aber erstmal darauf zu kommen, dass wir da hinten die Ecke mal sauber kriegen. Habt ihr gesehen, die Sonne zieht ja in großen Schritten weiter hier. Das sollte man ein bisschen hinmachen, Junge.
So, ja, wir gucken mal, was wir hier oben zusammen bekommen. Ah, da oben wäre wahrscheinlich günstig. Ja, schon. So. Oh, noch mehr Rennen. Ich halte den Kopf nicht aus, das ganze Gerenne und Gezuppel hier. Oje, oje, hier sieht es aber schwer nach Ende Gelände aus. Junge, nee, sieht es nicht. Sieht es doch, okay. Na gut, dann von hier. Jetzt sind wir ja fast auf Höhe des Gipfels. Ah. Krass. Das ist echt krass, wie viel du da gewinnst. Boah. Die Sonne versucht, sich in einem Berg zu verstecken, aber das wird nichts. Die ist ein bisschen groß. So, wie ist das? Das sieht doch sehr, sehr steil aus hier. Na, sieht sehr steil aus. Ist keine so gute Idee. Wir müssen da mal zurück. Aber das schön. Wie ist denn das hier vorne? Ah, nicht so gut. Okay. Dann bleib mal hier drauf. Ja. Da drüben drauf. Oh, Schmerzen. Kann ich bitte nicht, kann ich bitte Schmerztabletten haben? Junge, das waren vielleicht 4 Meter. Wie ist denn das schmerztablettentechnisch? Echt? Das ist ja geil. Wobei, warte mal, wie ist denn das? Halt. Gib mir mal den... Wenn du jetzt nur den Fußknöchel machst, kannst du dann schon rennen? Ah, du kannst schon wieder rennen, okay. Ja. Weiß ich genau, wo der Junge wieder hinrennt. Ja, jetzt in den Stock. Oh, verdammt, jetzt muss ich ja wieder rennen und ich habe keine Schmerztabletten bekommen. Ich verfluchte Welt. Eine große Zähler, Junge. Guck mal, hier kannst du dich verkrümeln. Haben wir eigentlich einen Steinhaufen hier gesetzt vor der Hütte? Weil ich glaube ja nicht. Weiß nicht, ob wir jetzt die 50 Steine zusammenbekommen, aber hey. So, kartier mal hier. Ah, da ist noch eine. Sehr schön. Ja, ich sage mal, das ist schön. Ja, dann schlag dich halt in einer Stunde durch. So, kommst du jetzt ran. Ja, kommt da wieder ein bisschen Schlaf zusammen. So, das müsste jetzt besser gelingen von hier aus, oder? Ich hoffe, das Gezuppel da wegzukriegen. Ja, das ist schon besser tatsächlich. Was erstaunlich wenig Äste hier eingezeichnet, dafür, dass hier eigentlich tonnenweise Holz rumliegt. Okay, von da oben runter zu fallen, das wäre natürlich bitter geworden. Okay. Möchte er nicht, dann halt nicht. So wirklich viel schafft er heute eh nicht mehr. Uff, Junge, uff. Naja, der Schwafelminister ist wieder unterwegs.
denn da hoch, Junge? Ja, gut, dann nicht. Was ist jetzt? Ist wieder der Knöchel. Ich kann wieder nicht mehr rennen. Oh, was mache ich denn? Gut, dann renn halt nicht. Du kriegst jetzt nicht noch einen Verband. Ich mache jetzt hier noch eine Zeichnung, die gehen wir nach Hause. Von dem Gipfel sieht man eh nur noch die Silhouette. Schönes Wetterchen, Junge. Okay, den Rest müssen wir am nächsten Tag machen. Aber den Bogen kann er noch halten. Du brauchst nur ein Bett, Junge. Das ist alles. Oh, ich will nicht nur ein Bett. Gib mir Tabletten. Es schmerzt wirklich, glaub mir. Tja, Junge, die Quartier-Action hier, das wird ein Traum. Gut, Junge. Wasser rin. Es geht schon wieder gut runter. So, wir schauen mal, wo die Wölfe stehen. Ja. Aber eigentlich können wir direkt ins Bett. Gute Nacht, Junge. Oh, Junge, wir sind gesund. Und durstig. Ja. So. Kriegen wir hier noch ein paar Stöcke rein. Achso, ja. Erstmal die weg. Und ein paar kriegt man noch rein. Ich bin voll Idiot. Wisst ihr das? Okay, wir brauchen mal Streichhölzer, weil wir haben nur noch einzelne dabei. Kaputter Energy Drink. Achso, ja, Essen und Trinken. Hm, hast du schon recht. Okay, wieder zwei Stücke. Ja, schon. Entschuldigung, dass ich nicht ganz so schnell bin, aber man kann das ja leider nicht direkt essen. Weil es schon ein bisschen schräg ist, aber hey. Wir machen das trotzdem. Einfach, weil wir es können. Wie ist denn das? Achso, wir haben noch, ja. Looks like a new day is done. Wir haben ja hier jede Menge aufgelesen. So, das kann man irgendwann mal basteln, wenn man warten muss. Ja, wir müssen den Elchhaut mal... Ach, die 8 Steine. Ne, wir haben tatsächlich keinen Steinhaufen hier, okay. Das wäre schon von Vorteil, wenn dem so wäre. Ah ja, Bartflechten und Leder und so weiter, das muss man auch nicht mitnehmen. Okay. Dafür nehmen wir uns mal... warte mal, wo ist denn das? 2 Stoff. Kriegst du dann das gesamte Leder rein? Nein, kriegt er nicht. Nur 3. Eigentlich kannst du die Wölfe auch schon mal rausholen. Wobei es auch wieder egal ist, weil die 4, die wir da hingelegt haben, sind ja die für den Mantel. Also reichen für einen Mantel, so muss man das sagen. Okay, Junge, es geht wieder da rauf. Hoffentlich intakt. Deine Madame kriegt das besser hin. Die läuft ein bisschen leichtfüßiger. Du bist halt eher so ein Dorftrampe irgendwie. So. Hm, von dort sind wir runtergekommen. Ich würde sagen, wir probieren das mal hier rüber und gucken mal, wie weit man da halt kommt. Auf der anderen Seite warten Wölfe, / Pelze. Und vielleicht auch ein Hirsch. So, Junge. Windig ist es und kalt. Ah, es wird wärmer, zumindest solange der Wind nicht zunimmt. Ja, erstaunlich wenig Äste, Junge. Das muss man echt sagen.
Ja, wahrscheinlich liegt da noch ein Hirsch. Ein paar Stöckchen hätte man ja dabei. Hi. Ich würde gern zwei Wolfspelze basteln. Du denkst, wenn du hier durch den Schnee läufst, funktioniert das oder was? Die haben Kaninchen gerissen, echt? Irgendwie kriegt man die schon gestoppt. Na, hier sind aber keine Federn. Das heißt, das Kaninchen ist leer. Idioten. Haben sie aber schnell niedergerungen. Muss ich echt den Stock nehmen? Puh. Musst du, Junge. Ebenso die Hagebutten. Ja. Wir sind nicht hier, um nur ein bisschen rumzufuddeln. Wir machen das gleich richtig. Achso, ja, andersrum. Lupe, Zunder, Stock. Da hinten sind natürlich noch mehr Wölfe. Noch viel mehr Wölfe. Während der Junge versucht, sein Feuerchen anzutreiben. Gut. Aber gar nicht so viel. Ja, komm, mach mal den Bogen weg. Haben wir ja schnell gezogen. Mach mal so. Okay. Dann machst du jetzt in jedem... Also du kannst übrigens mal in die Hocke gehen. So. Einen halben Liter. In der Zeit kümmern wir uns mal erstmal um das Fleisch. Und dann halt um den Rest. 3 Minuten, 8 Minuten, okay. Kannst du gleich nochmal einen halben Liter machen und hier, das kommt raus. Genau, das ist das große Stück. 32, das heißt die Haut. Und dann machen wir das andere Stückchen auch noch. Wo ist es? Da ist es. Wasser ist fertig. Toll. Gut, nochmal so. Wunderschön. Ja, das Messerchen. Ist da doch ein ganzes Stückchen schneller. Ja. Haben sie dann doch mal eine Feder verloren. Hier ist noch keine aufgetaucht. Sie haben sie noch nicht entdeckt, die Wölfe. Hallo? Ich will nur die Haut. Ja, aber wegen 4 Minuten mache ich da bestimmt nicht die Hand. Oh, wie schön. Der ist der Nebel jetzt ohne Sturm gekommen. Schimmlig. Ja, das klingt doch extrem lecker. Ja, komm, mach hier noch einen halben Liter. So. Dann noch den vorderen Wolf. Und dann gehen wir auch wieder zur Berghütte zurück erstmal. Das Zeug verstauen. Ja. Achso, ich habe jetzt gar nicht nach dem Feuerchen geguckt. Ja, wahrscheinlich ist es aus. Nö, ist es nicht. Gut. Weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber für meinen Teil brauche ich nicht so viel Wolfsgeheul. Okay, komm. Too much stuff to carry. Ja, ja, schon. Trotzdem müssen wir jetzt erstmal zur Berghütte zurück. Mit Bub. Okay, der Bär scheint hier kein großes Interesse zu haben. Die Kaninchen da unten. Sie sitzen relativ viel.
Wahrscheinlich sind das Erdmännchen. Gut. Gut. Easy, Junge. Ich würde gern rein, aber ich schaff's nicht. Okay, die Därme legen wir mal ein bisschen daneben. Und die frischen Felle auch irgendwie. Ja, ist, der Platz ist rar hier. So. Ja, die Hagebutten, die ist halt. Kann man ja kurz verbasteln. Das ist ja okay. Medizin, Hagebutten. Dann sind wir auch wieder warm. So. Die passt wahrscheinlich nicht. Bitte was? Achso, ich dachte, man sieht die Därme da drin. Gut. Ja, trink mal was und dann legen wir noch 2 Liter ab. Wie ist das eigentlich mit den Stöcken? 17. Wir sind echt hart am Limit. Das ist echt krass. Ich verstehe. Achso, weil wir noch das Reh dabei haben. Okay. Da noch 2 Liter Wasser raus. Was sonst ist eigentlich... ja, die Fackeln, stimmt. So viele Dinge, die zu einem Feuerchen gehören. 1 und 2. Ja, die Pfeile gehen gut runter. Da müssen wir auch zusehen, dass wir da was tun. Okay, Junge, wieder rauf. Selber Weg wie vorhin. Diesmal im Nebel. Aber je nachdem, wo du halt so kleine Gipfel erklimmen kannst, kriegst du dann die Karte schon relativ schnell zusammen. Das muss man wirklich sagen. Da sind wir wahrscheinlich relativ fix durch. Wahrscheinlich schreiben mir schon welche Leute in den Kommentare, dass ich doch einfach nur auf den Gipfel gehen muss. Das könnte natürlich sein. Dass man da sehr viel bekommt. So ähnlich wie im trostlosen Marschland. Wo man ja dann mit der Kartierung auch knapp 2/3 von der Karte zusammenbekommt. Inzwischen ist es auch warm genug. Der Hirsch ist schon weg, das Feuer auch. Die Komparsen sind wieder aktiv. So, Junge. Von hier oben müsste es eine gute Kartierung bekommen. Gehst du mal ganz ran an den Felsen, so. Ja, definitiv. Gut, weiter geht's. Stell dir mal vor, du bist Kaninchen. Willst eigentlich nur dein kleines Leben leben? Und dann hast du so jaulende Mistviecher in der Nachbarschaft, die dir ständig nach dem Leben trachten. Also schön ist was anderes, muss man dann schon sagen. So, mein Guter, wir brauchen noch 42 Steine für einen Steinhaufen, damit wir da mal mehr Stöcke deponieren können. Hallo? Genau. Dem Durchgang haben wir hier oben nichts. Manchmal ist hier eine Leiche mit Rucksack und so. Aber nicht immer. Ist das da oben zu steil zum Kartieren? Ah, es beginnt zu schneien.
Ja, die heulenden Felsen. Komm, meine Gute. Meine Gute? Ja, mein Guter. Hm. Guter hat schon Schicht im Schacht für heute. Gott. Ja, die Schatten. Die bleiben natürlich. Einfach versuchen, noch ein bisschen bewerkstelligt zu bekommen. Ich meine, der Tag ist noch gut dabei, definitiv. Kann man hier irgendwas Flacheres haben? Vielleicht da drauf? Nicht flach genug? Wie sieht's hier oben aus? Hallo? Hilfe! Ist auch wieder eine richtig gute Aussicht, in Anführungsstrichen. Wenn die Bäume nicht wären. Okay, jetzt ist quasi dasselbe nochmal, okay. Hm. Ja, natürlich. Schösslinge, Leute. Ich muss gleich mal auf die Karte gucken, aber erst, wenn der Junge im Flachen steht. Wo war das jetzt gewesen? Ja, tatsächlich, da stehen sie drin. Gerade so. Das heißt, von dem Felsen könnte man nochmal eine Zeichnung machen. Ja, der Elch kann hier sein. Sehe zumindest Wölfe. Na gut. Finden wir heraus. Wie ist das eigentlich? Greifen Wölfe jetzt eigentlich Elche an oder nicht? Weil es hieß mal, dass es eine Animation gäbe, dass Wölfe einen Elch reißen. Ich habe das aber noch nie gesehen. So, ja. Lehnst einfach den Kopf gegen den Felsen und zeige das ein bisschen vor dich hin. Genau. Richtig cool. Okay, der Wolf nimmt wahrscheinlich auf den Hirsch Anlauf. Der andere Hirsch, was macht der? Hm, aha. Okay, da ist, kommt ein Wolf gerannt. Das ist blöd. Heißt das, ist das ein Bär? Ah, der Elch ist da tatsächlich. Ganz da hinten ist er irgendwo. Ja, ich stehe ja nicht sicher, ich weiß. Okay, dann lass uns mal zurückgehen. Beziehungsweise, warte mal. Wir machen das so. Wir machen in der nächsten Folge, gehen wir zurück und holen mal das Gewehr. Und dann versuchen wir uns mal mit einem Elch auseinanderzusetzen, weil noch ein Elchfell wäre echt der Hammer. Allerdings das Wetter gerade echt beschissen. 96% hatte mich der Elchhautmantel und ein bisschen besser wäre halt geiler, aber das werden wir dann noch sehen. Danke euch fürs Zuschauen, ich wünsche euch einen coolen Tag, wir sehen uns, macht's gut.